Glaube an dich selbst, an deine eigene wahre Kraft, Größe, Stärke. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Glaube an dich selbst, dazu möchte ich dich heute ermutigen. Ich habe kürzlich mal so ein schönes Sprichwort wieder oder eine schöne Geschichte vielmehr gelesen, die mir früher schon mal begegnet war und die so ein bisschen in Vergessenheit geraten war. Und die möchte ich heute mit ihr teilen, denn es geht um einen Adler, der in einem Hühnernest aufgewachsen ist. Und durch dieses Nachahmen seiner Umgebung vergessen hatte, dass er ein Adler ist und dass er eigentlich ganz hoch in den Lüften unterwegs sein könnte, völlig angstfrei, und dass er fliegen könnte mit seinen großen Flügeln und ja, in Freiheit unterwegs sein könnte. Und analog auf uns Menschen bezogen, verhält es sich ähnlich. Wir haben durch vieles Nachahmen unserer Umgebung, wo wir aufgewachsen sind, auch vergessen, dass wir im Grunde genommen alle Adler sind, dass in jedem von uns ein Adler steckt im übertragenen Sinne und dass wir auch ganz hoch fliegen können, mit anderen Worten, dass wir alles in unserem Leben erreichen können, wenn wir denn Ängste überwinden, wenn wir den Mut haben, an uns selbst zu glauben, an unsere innere Kraft, Stärke und Energie zu glauben und dieser zu vertrauen und dann einfach mal ja, im übertragenen Sinne auch abheben. Und was machen wir letzten Endes? Wir bleiben auf dem Boden und passen uns unserer Umgebung an, ahmen weiter nach und sagen uns selbst, das kann ich nicht, das geht nicht, ich doch nicht, das bin ich nicht wert, das kann ich mir nicht erlauben, das darf ich mir nicht erlauben. Oder solche Sprüche wie Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nur weil alle anderen das eben auch so machen oder weil alle anderen einfach für diese Maßstäbe sorgen und wir dann diese Maßstäbe übernehmen. Wie wäre es denn, wenn du mal an dich selbst glaubst und all diese Themen, die in dir sind, an Glauben setzen, auch mal hinterfragst, ob das wirklich so sein muss, ob du wirklich bei deinen Leisten, nach dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleiben musst, ob du wirklich zu klein bist, um dir das ein oder andere zu erlauben, ob du wirklich zu jung oder zu alt oder zu dumm bist oder ja, zu klein bist, um dies oder jenes in deinem Leben zu realisieren. Hinterfrag das mal. Und wandel das mal um und begib dich so mal mehr und mehr in die Lüfte und höre auf, im übertragenen Sinne, um es auf diese Geschichte zu beziehen, ein Huhn zu sein, sondern erwecke den Adler in dir und erhebe dich in die Lüfte und merke, was alles möglich ist und zur Realität werden kann, zur wunderbaren Realität werden kann, auch in deinem Leben. Schau mal, was hast du zu verlieren, wenn du es ausprobierst, wenn du dich auf diesen Weg begibst? Und was kannst du gewinnen, wenn du dich auf den Weg begibst? Das sind auch immer so zwei Aspekte, zwei Dinge, die du dich fragen kannst oder solltest, die hilfreich sind. Was mir immer auch geholfen hat, als ich so dabei war, diese Themen mir anzuschauen, diese Glaubenssätze zu wandeln, mein Leben zu verändern, viele Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mir vorgestellt habe, ich bin 80 Jahre oder 85 Jahre und blicke auf mein Leben zurück, würde ich es dann bereuen, diese oder jede Entscheidung getroffen zu haben oder nicht getroffen zu haben? Und da kamen schon so ein paar Dinge, wo ganz klar war, wenn ich diese Entscheidung jetzt hier nicht treffe, wenn ich diesen Weg hier nicht gehe und blicke zurück auf mein Leben,
ich würde es mir nie verzeihen. Und das hat mir immer den Mut, die Kraft und auch die Energie geschenkt, die entsprechenden Entscheidungen entsprechend meinem Herzen zu treffen und mich ja, auf den Weg zu begeben. Kleine Gedankenanregung mit diesem kleinen Beitrag hier für dich. Probier es aus und nicht ausprobieren, das ist das Falsche, sondern tu es, begib dich auf den Weg und beobachte. Ich bin sicher, auch du kannst beobachten, was für ein wohlwollendes Universum auch an deiner Seite ist. Das Universum ist immer wohlwollend an unserer Seite und will uns wirklich für nichts bestrafen, sondern das Leben meint es grundsätzlich gut mit uns und das Leben darf auch von Leichtigkeit getragen sein. Das heißt nicht, dass immer alles nur nach oben geht, wie das Leben einfach so ist. Es gibt Höhen und Tiefen und nach jedem Tief geht man natürlich auch nochmal gestärkter hervor. Und jedes Tief, je länger man sich auf dem eigenen Herzensweg begeben hat, wird auch leichter zu durchwandern sein, weil man genau weiß, das ist jetzt einfach nur nochmal eine Lektion vom Universum, was kann ich daraus lernen, gibt es da nochmal eine kleine Korrektur auf meinem Weg. Und dann ist der nächste Gipfel schon wieder in Sicht. Ganz viele Gipfel im übertragenen Sinne wünsche ich dir auch. Schick dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss bis zum nächsten Video. Das war die Irmgard.